Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X und Y hier bei Crash Woolly Freak 89. Ich habe jetzt nicht richtig, eigentlich befinden wir uns jetzt wieder direkt nach dem zweiten Kapitel von den Detektivmissionen mit Lebel. Aber jetzt habe ich mich nämlich ein bisschen ruminformiert. Ich bin noch einmal offscreen durch die Kalos-Region gereist und habe dabei einige interessante TMs geführt, zum Beispiel Psychokinese. Und Erdbeben, Stein, Hagel und Finsteraura gefunden. Und einige meiner Pokémon beherrschen dann diese neuen Attacken. Zum Beispiel Felinara beherrscht Psychock, damit hat es jetzt eine Psycho-Attacke drauf. Psychokinese und Finsteraura bekam natürlich Lucario. Steinhagel hat LPs down bekommen. Und Toshiro darf sich jetzt mit Erdbeben begnügen. Und nun befinden wir uns wieder beim Pokémon-Dorf hinter dem Irrwald, weil da gab es nämlich auch, das habe ich total vergessen, eine Höhle hier, vor der wir gerade stehen, zu der wir jetzt noch nicht rein konnten, bevor wir nicht Top 4 Champion wurden, wollte ich sagen. Denn hier befindet sich nämlich was ganz Besonderes drinnen. Ich habe nämlich kurz reingelinst und seht mal, wer das ist. Mewtwo! Und sogar mit einer epischen Sequenz. Ich kann es echt nicht fassen. Mew! Yeah! Nun können wir versuchen, Mewtwo zu fangen. Ein Mewtwo erscheint. Los, Toshiro X! Es ist eigentlich kaum zu fassen. Aber so ist es. Wir haben tatsächlich nur ein Mewtwo gefunden. Und das versuche ich jetzt mal zu schwächen. Wir beginnen gleich mal mit Surfer, weil das wird es wohl schon. Was? Achso, jetzt. Nein, es beherrscht Genesung. Verdammt, das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Mann, mit dieser Attacke kann es mich fertig machen. Psychokinese haut es auch ganz schön rein. Mit dieser Attacke kann es mich auch wirklich nerven, wenn es ständig Psychokinese spammt. Ich probiere es jetzt. Ich hätte schon wieder einen Floatball einsetzen sollen, weil da hat er auch geklappt bei Alvaldas. Ich meine, bei Zygarde hat ein Finsterball ausgereicht. Ich versuche es jetzt auch mal mit Mewtwo mit einem Finsterball. Ich glaube, das bringt nichts. Aber damit ich wirklich darauf wetten, dass es nichts bringt, das befreit sich bestimmt sofort. Oder? Was? Wollte gerade sagen, das wäre echt zu schön gewesen, um wahr zu sein. Boah, ich habe mir gedacht, ich spiele was? Nee, aber daraus wurde leider nichts. Schade, Schokolade, aber was soll's. Zurück zum Schwächen. Naja, es ist wieder. Es bleibt wieder Genesung. Es ist eh klar. Das ist so klar gewesen mit Glossbrühe. Vielleicht habe ich Glück und ich kann es dazwischen mal einfrieren. Da reicht es doch gerade eben heraus und dann passiert es doch tatsächlich. Jetzt versuche ich mit Erdbeben. Und kaboom. Wie bringt, wie das bringt. Oh. Ach, Volltreffer, kein Wunder. So, noch ein weiterer Eisstrahl und dann dürfte ich es fangen können. Wenn es eingefroren bleibt, ja, bitte. Und bitte kein Volltreffer am Himmelswillen. Das muss jetzt nicht sein. Ja, ja, ja. Perfekt! Gefroren und so ein KP, da dürfte ein Finsterball doch ausreichen, wenn er schon vorher so viel gebracht hat. Ich meine, hallo? Früher waren die Pokémon so extrem hardcore zu fangen und jetzt auf einmal klappt es? Oder auch nicht. Was soll die Scheiße? Ich habe nur noch ein Finsterball, Alter. Vorher noch gerade dreimal geruckelt und dann plötzlich sofort befreit. Und jetzt bei gefroren und weniger KP, ja, befreit es sich natürlich sofort. 1, 2, 3. Komm, das ist die Chance, der letzte Finsterball. Oh, schade, so ein schöner Abschluss wäre das gewesen. Aber es ist noch immer eingefroren, wow. Da habe ich aber echt Glück, aber ich habe leider keinen Finsterball mehr. Die bringen hier am meisten was. Ja, da muss ich mich jetzt wohl auf die Hyperbälle setzen, die ich noch habe. Ich hätte mir mehr Finsterbälle kaufen sollen, nicht Lappen, aber was soll's. Wir können es auch so mal probieren. Noch ist nicht aller Tage Abend und... Alter, wie lange es eingefroren bleibt. Normalerweise ist er schon längst aufgetaut. Was ist denn da los? Naja, egal. auch eigentlich auch nicht. Ich sollte mich aber schon freuen, aber eigentlich, wenn es gefroren ist, sollte es auch... gleichzeitig sich die Fangquote ziemlich stark... Die Fangrate ziemlich stark abmindern. Sprich, es soll umso leichter zu fangen sein. Genauso wie wenn es schläft. Weil gefroren und Schlaf hält er nicht so lange. Aber komischerweise hält das Erfrieren ganz schön lang. Ich verstehe das nicht.
Eins, zwei, drei. Komm jetzt. Yes! Wir haben Mewtwo einkassiert. Geiler Scheiß. Jawoll. Oh, wie episch. Wir haben tatsächlich jetzt Mewtwo. Ich hätte nicht gedacht, dass man das auch in der 6. Generation wild fangen kann. Aber als ich ja hörte von Mega Mewtwo zum Beispiel, da konnte es ja nur was bedeuten, dass es auch wild zu fangen wäre. Das hat man ja schon vorher geteasert. Mewtwo, das Genmutant-Pokémon. Die Gene von mir wurden neu angeordnet, wodurch dieses Pokémon entstand. Es hat ein wildes Herz. Ja, ein wildes, aber auch ein gutes. Davon kommt ja auch, glaube ich, eine Special-Folge. Davon kam auch eine Special-Folge oder ein bestimmter Film. Und Mewtwo Need Y. Sehr schön. Damit können wir also schon Mewtwo's Megaform in Pokémon Y verwenden. Aus Pokémon Y. Natürlich, Mewtwo X, das sieht es dann mehr aus wie so. Ja. Mischung aus Janemba und Majin Buu aus Dragon Ball Z, während man es hier mit Majin Buu verwechseln kann. Also mit Majin Buu vergleichen könnte, wollte ich sagen. Ja, meine Pokémon haben jetzt wirklich so einige coole neue Attacken, zum Beispiel. Ihr seht das jetzt gerade nicht. Ihr habt es ja gesehen, Surfer, Kaskade, Eisstrahl und Erdbeben beherrscht er jetzt Turtok. Ich werde natürlich Kaskade demnächst mal vergessen lassen und ihm wieder was anderes einbringen. Ja, ich habe Aquahaubitze wieder vergessen lassen, weil die Attacke ist, haut zwar stark rein, aber ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil dafür setzt man dann eine Runde aus, ähnlich wie mit Hyperstrahl, so bringt das eigentlich gar nichts. Und ja, unser Filinara beherrscht Psychock, Spukball, Mondgewalt und Gedankengut, weil Zauberschein ist schwächer als Mondgewalt, ist mir aufgefallen. Logok hat dieselben Attacken, Sturzflug, Himmelhieb, Flammenblitz und Schwertanz. Schatten kann fliegen, Kreuzschere, Matschbombe und Aeroas. Habe ich anstatt, ja, da war noch eine andere Attacke dazwischen, aber Aeroas, glaube ich, ist treffsicher und auch ganz schön gut. Und natürlich, Lucario mit seinen, Attackenset. Finsteraura, Drachenpuls, Aurasphäre und Psychokinese. Und LP-Storm hat Steinhakel, Hammerarm, Samenbomb und Drachenklaue. Dunkelklaue habe ich ausgelassen, weil, ja. Es ist ohnehin von Typ. Naja, obwohl. Wenn es mit dem Typ Kampf ist, dann wäre wohl. Ach, ist egal. Ich glaube eher, dass das Steinhakel doch mehr bringt. Und vor allem Drachenklaue bringt auch mehr, da ist, da Drachen-Pokémon ja auch bestimmt ganz schön zu schaffen. Und dahin Drachen-Pokémon auch ganz schön. Ja. Schwierigkeiten bereiten können, wollte ich sagen. So, wir begeben uns jetzt wieder nach Illumina City. Weil wir haben eine neue Mission von Libell bekommen. Also wir müssen erstmals zu Libells Büro. Ich habe mich auch erkundigt, wie viele Missionen es insgesamt gibt. Also es wird sich nicht so großartig in die Länge ziehen, diese ganzen Libell-Quests. Die werden wir natürlich alle machen, weil es sind nur insgesamt 6. Also das Training und die Gassenkinder hatten wir schon mal. Das dritte, ich habe mir natürlich nicht informiert, was für Quests wir genau haben. Keine Sorge, also spoilern habe ich mich nicht lassen. Mann, wir haben so wenig Kohle, wir brauchen echt wieder massig mehr. Aber ich wüsste jetzt keinen Weg, wie man da an Kohle verdienen, keinen schnellen Weg, wie man Kohle verdienen könnte. Na egal. Ist nicht so wichtig so. Obwohl schon, weil ich möchte mir vielleicht noch ein, zwei TMs kaufen, jede Menge Heil-Items und vor allem die stylischsten Klamotten, die es in Lumina City zu bieten gibt. Egal, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das Büro Libell wiederfinden. In dieser riesigen Stadt ist es auch wirklich schwer, was zu finden. Was ist mit dir? Ach, die Kämpfe. Ich frage mich, warum da jetzt diese Trainer hier einen ständig herausfordern müssen. Was ist mit dir? Ja, der ist aber mies drauf, der Typ. Ja, ich lese es jetzt nicht extra vor, weil das mache ich dann nur, wenn wir wieder mit Libell sprechen. Gribbet! Jetzt muss ich mal gucken, wo der nochmal ist. Weil ich verlaufe mich da nur total mit dieser Stadt. Blase Werte, ich glaube, da war er nicht, ne. Nein, da war er natürlich nicht. Da ist zwar ein Café, aber Libell selbst ist ja nicht da. Ich glaube, man musste von der. Oh, ich weiß es nicht mehr. Man musste, glaube ich, von der Frühlingsallee, oder? War es vom Südring? Ach, ich benutze einfach das Taxi, dann gebe ich wieder die extra Kohle aus.
Ja. Das war für Einrichtungen. Und das Libellbüro. Ja. Mach schon, bitte. 3500, oh Gott. Beim nächsten Mal könnte ich es mir nicht leisten. So, jetzt muss ich mal gucken, von wo aus genau das jetzt nochmal erreichbar wäre. Vom Nordring, okay, das merke ich mir, vom Nordring. Gut, dann mal auf und davon. Ich frage mich eigentlich, was die Sushi, was der Sushi-Wok beinhaltet. Da waren wir auch noch nicht drin. Ach so, ja, das ist so ein feines Restaurant, wo man erstmals die anderen Restaurants besucht haben muss. Aber das macht man natürlich nicht, weil das muss nicht sein. Okay, Libell, du hast wieder einen Auftrag für uns. Ah, da bist du ja, Chris. Hör mal, ich muss dich etwas fragen. Es geht um Mathieu. Seit sie hier im Büro scheint sie ein bisschen gestresst zu sein. Ehrlich gesagt mache ich mir ein wenig Sorgen. Wie siehst du das Ganze, Chris? Stimmt vielleicht etwas nicht? Könnte sein. Ich verstehe, dann hat sie da etwas anvertraut. Auf die verlässt sich immer jeder, Chris. Weißt du, als Mathieu hier eingeladen habe, will ich einfach nur ihr Beschützer sein. Ich habe mir geschworen, ein guter Vaterersatz zu sein. Ich hoffe, das belasse sie jetzt nicht. Das hoffe ich auch nicht. Kapitel 3, das gestohlene Pokémon. Team Rocket, oder wie? Please, you must help me. My precious Pokémon was stolen. Oh, sie spricht Englisch. How are you? Oh, wann das mal nicht einer von vielen Touristen ist, wie diese schöne Stadt bekannt ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie aus einem fernen Land zu uns gekommen sind, gute Dame? Gestatten, mein Name ist Libell. Kann ich Ihnen helfen? Oh, well, thank goodness you can understand me. I can follow some of the language here, but I can't speak a word. Please, you must listen. My precious Pokémon was stolen from the station. Ich kann's verstehen, ihr hoffentlich auch. I heard that place is that agency. So I rushed right over. Please, find my beloved Pokémon, I get back from here immediately. Gute Frau, ich bin interessiert, aber könnten Sie wohl etwas langsamer sprechen? I'm sorry, rude, but I'm terribly hurry. I can't return to my home country without my darling Pokémon. And my flight is about to depart. Also wenn ich das richtig kombiniere, und das tue ich selbstverständlich immer, dann wurde diese Dame schrecklich beleidigt. Und soll ich dir verraten, was genau Steinstoß ist, Chris, soll ich? Nee, schrecklich beleidigt nicht, oh Gott. Bei Reisen rund um die Welt haben wir eine spezielle Sensibilität für Fremdsprachen gestärkt. Diese gute Frau ist aufs Äußerste beleidigt, dass wir ein Tier angeboten haben. Der Fall ist somit sonnenklar. Bloß gut, dass ich das jetzt in den Facecam spiele, weil ich habe jetzt gerade einen riesen Facepalm, dass ihr euch totlachen würdet. In diesem Sinne, Chris, ich gehe jetzt einen köstlichen Tee kaufen. Und heute bitte unseren Gast, wenn ich weg bin. Da muss ich wohl die Fandung... das Aufspüren vom gestohlenen Pokémon übernehmen. What's wrong with the man? He has not understood a single thing I've said. I didn't come here to drink tea and chat. I want my Pokémon back, now! Bin wieder da, ihr Libell. Ja, ja. Oh, Chris, willkommen. Ist die Libell unterwegs? Und wer ist diese Alte? What's wrong with this girl? She just called me an old woman. How rude. Sie versteht echt jedes Wort. What do you know? People with fool looks have fool mouths as well. Opie, I bet she's the daughter of that useless detective Libell. Hey, already, what's your mouth? You can't see all about me, but I want you insult Mr. Libell. And I'm not scared. I have to know you'll be rude to himself. Oh, you understand me? More or less. You get to hear all kinds of language on the street and the city. Growing up on the streets, I literally pick some bits and pieces. Aber wenn wir uns in eine Fremdsprache unterhalten, grenzen wir Chris aus. Jetzt möchte ich hier nicht noch weiter mit den Alten streiten. Hey, Flauschi, was meinst du mit dem Ganzen? Kannst du uns vielleicht mit deinen Kräften helfen? Oh, good. At least there's someone who can understand me. Please forgive my hasty words, Ellie. I've been in panic. My darling Pokémon is more important than anything else in the world. I just can't hold myself together when it's missing like this. Ist das falsche, mystische Kraft? Du hörst auf einmal die Gedanken der Frau. Die Frau bedauert es abfällig, über Libell und Mathieu gesprochen zu haben. Der wahre Grund, warum sie aufgewacht ist, ist ein anderer. Ihr Pokémon wurde gestohlen. Das habe ich doch auch so verstanden. Hallo, ich hatte... ja, 9 oder 10 Jahre Englischunterricht in der Schule. Mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Ich meine, das ist auch kein Grund anzugeben, weil so manche von euch haben bestimmt länger. Englisch studiert, ist nur recht.
Ich habe auch nicht gerade die allerbesten Englischkenntnisse, aber ich kann zumindest größtenteils verstehen, was andere sagen. Anything else? What was it stolen? Ist das durchschnittliche Kraftwerk auf meinen Matthias Gedanken? Sie hat keine allzu hohe Meinung von der Frau, die Libel beschimpft hat, so viel ist klar. Aber auch sie ist ein Zwang, um das gestohlene Pokémon wieder herhelfen. At the Torn train station, I was approached by a ruffian. And the next thing I knew, my bag was gone, my Pokéball was it. Aha, ein Dieb also. Ist auch klar, sie hat ja gesagt, ihr Pokémon wurde gestohlen. Aber was für ein Dieb ist es bitteschön? Ist das wieder Team Flair oder ist es Team Rocket dieses Mal? Wäre schön, wenn die wieder auftreten würden. Das wäre pure Nostalgie. Aber ich glaube nicht, dass sie jemals wieder in einem Spiel auftreten. Also in einer neuen Generation. Das ist immer wieder ein anderes Team. Es ist lauschig, ist mystische Kraft. Du hast auf einmal die Gedanken der Frau. Sie ging gerade durch den Bahnhof, als es passierte. Ein Mann kam von hinten angelaufen und riss ihr die Handtasche. Sie lief ihm nach, so schnell sie konnte, doch hatte sie bald abgehen. Everything at the station, that must have been. Ja, ist klar, Flausche. Mystische Kraft, bla bla. Ist ganz den Anschein, als wüsste Mathieu, um wen es sich bei dem Mann handeln könnte. Da bin ich wieder, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich konnte natürlich nicht einfach irgendeinen Tee kaufen. Oh, Mathieu und Flausche sind auch hier. Das ist nämlich mal perfektes Timing. Habt ihr beiden schon gerade einen Gast vorgestellt? Miau, miau. Die Verbindung zu den Gedanken von Mathieu und der Frau ist abgebrochen. Flausches Kraft wurde wohl unterbrochen. Oh, was ist denn, Flausche? Freust du dich etwa, dass ich hier wieder zu Hause bin? Ich wusste, dass die Beharrlichkeit aushalt. Endlich mal, Flausche mich. Hallo, bei dieser Dame. Sie glaubt, das Pokémon gestohlen wurde. Der Dieb ist vorhin noch am Bahnhof von Illumina. Wie, denn hier war es gar nicht das Problem. Dabei habe ich mich um Kosten gestürzt. Aber egal. Das ist natürlich unwichtig. Konzentrieren wir uns lieber auf den Fall. Kommt, meine jungen Freunde. Die Arbeit ruft. Einen Augenblick bitte, Herr Lebel. Was hast du mit hier? Dir ist doch klar, dass ein Pokémon gestohlen wurde, oder? Wir müssen es sofort finden und befreien. Ich glaube, ich weiß, dass das arme Pokémon diese Dame gestohlen haben könnte. Bestimmt war es einer der Illumina-Gangster. Illumina-Gangster? Das sind wirklich ein paar gemeine Gestalten. Die einzige Sprache, die sie verstehen, ist kämpfen. Was, die Illumina-Gangster? So ist es. Also vergessen wir das Ganze ein bisschen schnell wieder. Außerdem ist sie gezwungen, während du weg warst. Das ist gar nicht nett. Wie in so einer, wie ich keine Streitereien gezwungen werden. Oh, please, you must help. Mathieu, falsch! Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, dann muss man ihm helfen. Wenn ein Pokémon in Schwierigkeiten steckt, dann muss man ihm helfen. Ich wiederhole mich. Nach diesem Credo lebt die Belle. Dann hat sie eben schlecht über mich geredet. Na und, das ändert absolut gar nichts. Warte auf mich. Ich gehe zum Bahnhof von Illumina. Herr Lebel! Please bitte geh und hilf Lebel dabei. Er hat keine Pokémon, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch warum, neulich hat er mir seine traurige Geschichte erzählt. Er hatte meinen treuen Pokémon, doch eines Tages verunglückt ist bei einem Fall. Wenn sich der Illumina Gangster um ein Pokémon stellt, könnte es böse enden. Also folge ihm bitte und hilf ihm. Bitte geh und hilf, Lebel, du bist doch sein Partner. Jo. Danke! Die Illumina Gangster treiben sich hier Bahnsteigen des Bahnhofs von Illumina auf dem Nordring herum. Du sollst zwar mit ihnen fertig werden können, aber bereite dich trotzdem gut vor. I beg you, please find my precious Pokémon. Don't worry. It's good to be a Toffelberry. Ne, das hat schon jemand anders gesagt. Don't worry about this. Every little thing is gonna be alright. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. So, wo war nochmal der Bahnhof, bitteschön? Da hat man mir auch nichts gesagt. Oh Gott, ich habe kaum noch Geld. Soll ich das wirklich jetzt versuchen? Verkehrsmittel war das, oder? Der Bahnhof von Illumina. Auf den Nordring. Dort fährt man mit den... Nein. Das ist doch eh... Wir befinden uns ja gerade beim Nordring, oder? Da muss er irgendwo hier sein. Ich werde mal das auschecken. Also hier ist er nicht. Da kann man ja zum Glück die Schilder lesen. Das ist die Winterallee. In dieser Richtung. Jetzt komm. Mann, wenn diese Texte da von diesen ganzen Leuten, an denen man vorbeifährt. Was?
Oh, zwei Mehekel wurden ausgesetzt? Ja, was ich sagen wollte, die was ständig irgendwie dazwischen quatschen, das nervt vollst. So, ich glaube, das ist er, oder? Bin ich hier richtig? Ich will doch wenigstens noch lesen, Mann. Aber ich bin hier richtig, das hier ist der Bahnhof. Aber ich sehe weit und breit keinen Gangster. Vielleicht auf dem Bahngleisen? Auf dem Bahnsteig? Ah, da ist Lebel. Hey, hast du dich verlaufen, Alter? Wünschte Bastard, als welche wahnsinnige Wünschen alleine Ärger mit uns suchen. Ruhig Blut, junger Mann. Ich bin mitnichten hier, weil ich streit mit dir. Ich suche lediglich ein gestohlenes Pokémon. Ihr habt es in der Tourist entwendet. Ich bin hier, um es zurückzuholen. Hörst du? Scherze, Alter. Sorry, die Stimme. Willst du uns verarschen, Alter? Also was du hier fasst, ist dann wohl Definition von Streit suchen. Wenn wir es einfach so wieder rausrücken würden, hätten wir es gar nicht hier stehen brauchen, ne? Schon mal logisch denken gehört? Das raffst du doch, oder? Sag mal, Alter, bist du nicht dieser Lebel? Damit du Bescheid weißt, wir Lumina Gangster können dich nicht ausstehen, kein bisschen. Klar? Seit Mathia bei dir lebt, hängt sie gar nicht mehr mit uns rum. Das passt uns kein bisschen, yo. Wie meinen? Du hast mich richtig verstanden. Jetzt geht das voll auf den Sack. Wir haben dieses dämliche Pokémon nur gestohlen, um dich hierher zu locken. Also komm schon, Alter, Mann. Trage einen Pokémon-Kampf gegen uns aus. Wenn du gewinnst, geben wir das Pokémon zurück. Aber wenn du verlierst, setzt du die Zukunft von Mathia fern. Hast du mich? Hast du mich, hä? Hast du? Das kann ich nicht tun. Was ist denn? Hast du Schiss bekommen, Mann? Wie uncool. Du bist total uncool. Oder willst du uns sagen, du hast kein einziges Pokémon, obwohl du so alt bist? Genau so ist es. Du willst uns voll verarschen, Mann. Na schön, dann warten wir eben so lange, bis du bereit bist. Kleiner Tipp am Rande. Versuch's auf meinem hohen Gras. Komm wieder, wenn du bereit bist, dann kriegst du deine Abreibung, ne? Mit Vernunft, mit denen, wo nicht zurück. Mit Vernunft ist denen wohl nicht beizukommen. Ich werde wohl wieder zurückkehren müssen. Chris! Haha! Achso, wer redet jetzt gerade? Er oder sie? Haha, du kommst gerade rechtzeitig, um meine Schmach mitzuerleben. Die Jugendlichen haben schon recht, der große Lebel hat kein Pokémon. Ich kann also nicht das gestohlene Pokémon davor zurückholen. Wer bist denn du? Du Milchbubi, ist der Alter etwa dein Freund von dir? Na dann musst du halt eben ran, du wirst an der Stelle kämpfen. Gecheckt. Lässt du wieder erwarten, gewinnen, gehen wir das Pokémon gerne zurück. Ja, aber mit Vergnügen. Du zuerst? Wenn du zu Martin gehörst, bist du ebenfalls unser Feind, aber wenigstens hast du ein Pokémon-Team. Was ist, wollen wir kämpfen? Darauf kannst du einen lassen. Ich tue es für Mathia, ich mach dich fertig. Wieso? Wieso? Steht der auf Seite... Gefällt ist, das ist ein Pokémon aus der 5. Generation. Was ich jetzt sagen wollte, wieso um alles in der Welt? Mathia hat sich doch umentschieden, also hat sich doch jetzt für Lebel entschieden und nicht für euch. Möchte gern Gangster. So. Aber ich zeige euch am besten, was ich drauf hab, ne? Ihr habt wohl noch nie eine Mega-Entwicklung gesehen, ihr kleinen Halunken. Und jetzt noch Eisstrahl oben drauf, der Spezialangriff dank Mega Turtok stärker ist. Was? Wollte mich sowas von verarschen? Die Attacke hat es. Boah, na gut, Steinhagel. Gib ich ihm den Rest. Bam, bam, bam. Kabum, basch. Tschüss, Lutscher, geh sterben. Ist echt nicht zu fassen. So knapp überlebt noch. Aber egal. Was hast du meinen geliebten Pokémon angetan? Heul nicht drum. Das geht doch nicht. Kann sein, dass du super stark bist. Mehr als das. Ich bin der Champion. So, aber welches Pokémon setze ich jetzt am besten ein? Etwas, was jetzt... Ja, ich würde sagen, Lucario setze ich als nächstes ein. Danach Elpestern, weil die beiden hinken den anderen Pokémon noch etwas hinterher. Und zum Schluss noch Schatten. So. Gut. Lucario, du darfst die nächste vornehmen. Was ist mit dir? Echt jetzt? Du gehst mir voll auf den Sack. Sonst musst du gegen mich ran. Darauf kannst du einen lassen. Nimm's nicht persönlich. Ich muss einfach... Das einfach für Mathia tun. Du tust ihr damit keinen Gefallen. Ihr tut ihr damit keinen Gefallen. Sie hat sich umentschieden. Sie mag Lebel. Check das doch. Aber wenn ihr das... eben nicht so kapieren wollt, dann muss ich wohl eben
andere Mittel einsetzen, um mich zur Vernunft zu bringen, wie zum Beispiel Mega-Entwicklung und Aurasphäre. Das ist die wahre Macht von Lucario. Los geht's! Fühle die Macht der Aura! Bam! Yeah! Tschüss, Lutscher. So. Yeah, LP ist am Level 79. Sehr gut, sehr gut. Ha, Bisou Funk. Du bist doch gestört. Das ist ein Normal-Pokémon, da hast du keine Chance. Obwohl, hier sieht es echt cool aus, der Sprite mit einem Pokémon X und Y. Richtig grafisch schön in Szene gesetzt. Also das gefällt mir doch. Da haben die Entwickler ordentlich was drauf, Leistung gezeigt. Mein Gott, warum verschluck ich immer meine Worte in einen Satz? Aber egal. Lumina Gangster down. Das war mies, das war echt total mies. Scheiße! Hey, sagt man nicht. Ah, einfach nur wow, wieso bist du so krass stark? Tja, wie schon gesagt, ich bin der Champion. So, wer darf als nächstes ran? Ich würde sagen, ja, darf sich jetzt mal X-Bud beim letzten Gangster austoben. Gell, mein Alter? Hey, mach ja mal nicht einen auf dicke Hose. Klar, Dexter, hey, du kannst gewinnen, nicht, Bubi? Klar doch. Ach ja, dann Schuss mit dem Gelaber und ran an die Pokébälle, jetzt wird gekämpft. Überhaupt hat hier bei uns gecheckt. Wozu denn? Ihr tut ihr keinen Gefallen, ihr Volldeppen. Melvin mit Schaudrago. Oh, dass er Drachen-Pokémon einsetzt, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist schlecht. Obwohl, das könnte noch hinhauen. Weil ich glaube, gegen Giftattacken haben sie auch eine normale Schwäche. Ja, das geht, das geht. Ja, Volltreffer und down. Das war einfacher als gedacht. Und Schatten darf sich über Level 80 freuen. Yes. Jetzt kommt Rabigator. Das ist wieder ein anderes Kaliber. Ach ja, Käferattacken sind ja auch oft nicht effektiv. Da habe ich auch zum Glück das richtige Pokémon. Ah, Bedroher, das macht den Angriff wieder schwächer. Das habe ich auch wieder vergessen, dass Rabigator diese Fähigkeit beherrscht. Dennoch mache ich jetzt massig Damage mit Kreuzschere. Die Grimasse kannst du sonst vorhin schieben. X-Bud hat viel zu viel Initiative dafür. Komm jetzt, geh einfach sterben und gut ist. Easy peasy, Mann. Ich mach's mir auch echt zu einfach hier. So, tschüss, Lutscher. Scheiße, das erkenne ich nicht an, das verzeih ich dir nie. Solltest du aber. Du gehst sowas von auf den Sack, gut, du hast dir das gewollt, ich werde. Was wirst du, hä? Huh? Hört jetzt auf damit! Mathieu! Ich sagte, es wird damit aufhören, gib das gestohlene Pokémon zurück! Halt deine Hand, Mathieu, das ist doch... Das ist überhaupt erst deine Schuld, du wolltest plötzlich nicht mehr mit uns abhängen. Warum sind wir uns überhaupt noch versammeln, wenn du nicht kommst? Du bist doch unser Boss. Was? Die, der Boss? Hast du mal daran gedacht? Wie einsam wir sind, sehr wirst du uns ab, mit den Alten rumzuhängen. Sollen wir das einfach hinnehmen, oder was? Mensch, darum habe ich euch doch gesagt, dass ihr mich ja nicht als Gamer betrachten sollt. Ihr habt mich einfach zu einem Boss gemacht, ohne mich zu fragen. Ich meine, geht's noch? Wenn ihr mich weiterhin so bedrängt, dann werde ich wieder wütend. Sowas. Warum eigentlich haben sie ausgerechnet sie als Boss ausgewählt, hä? Das check ich auch nicht. Nein, alles wird das nicht. Alles klar, wir haben es gecheckt, Boss. Du musst das. Musst nicht unser Boss sein, Boss. Aber wir müssen dir eben total krass, das ist die Wahrheit. Ja, wir gehen mal das Pokémon zurück, also sind jetzt nicht mehr böse, okay? Na schön, ich will Gnade für Richter gehen lassen. Aber ihr müsst bei der gestohlenen Frau und Herrn Debell entschuldigen, damit das klar ist. Geht klar. Sorry, dass es so schroff war. Bitte sehen Sie es mir nach, okay? Okay. Oh, sicher bin ich. Ich bin nicht nachtragend. Das Pokémon ist wieder da, also da ist alles wieder gut. Ende gut, alles gut? Also dann, Chris und Mathieu, gehen wir zurück zum Libell-Büro. Ja. Ach ja, warte bitte noch einen Moment. Ich hätte beinahe etwas vergessen.
Hey, junge Leute. Was? Ihr wollt also nur mit Mathieu befreundet sein, sehe ich das richtig? Ja, doch, wenn das wollen. Ich kann Leute, die Böses tun, nicht dulden. Vor allem, wenn sie so niederträchtig sind, dass die Trainer ihr geliebten Pokémon klauen. Aber ich glaube an das Gute im Menschen. Nein, ich glaube nicht nur daran, ich weiß einfach, dass Mensch genau wie die Pokémon weiterentwickeln können. Wenn ihr also verspricht, fortan anständig zu sein, dürfte Mathieu gerne im Rebellbüro besuchen. Herr Rebell! Rebell! Kommt, gehen wir zurück ins Rebellbüro. Bell, ich möchte mich wirklich vorhin entschuldigen, es war echt mies. Als die alte Frau dich beleidigt hat, ich habe einfach rot gesehen. Einsicht ist die höchste aller Tugenden, Mathieu. Mehr würde ich nie von dir verlangen. Aber dass du früher ein Gangmitglied warst, hat mich beinahe aus den Schuhen gehauen. Aber nein, Bell, ich war niemals ein Mitglied dieser komischen Gang. Ich habe mal mit ihnen gestritten, das ist alles ehrlich. Als ich sie besiegt habe, haben sie mich urplötzlich zu ihrem Boss gemacht. Ach so. Typische Gang-Traditionen. Ja. Da will ich jetzt keine Vorteile über Menschen ziehen. Ich nicht, weil ich meine, das ist so unter Freunden oder unter Gang oder Banden oder was auch immer. Einfach nur unter Freundeskreisen manchmal immer Tradition. Besonders bei Kindern ist das immer so ein Fall gewesen. Ich weiß nicht, sowas hatte ich glaube ich auch mal bei meinen Freunden. Dass, wenn man einen bestimmten Wettbewerb wenn wir einen bestimmten Wettbewerb miteinander austragen und derjenige, der gewinnt, wird dann der Boss oder so. Ja, so war das damals noch. Naja. Heute bin ich natürlich über sowas hinweg. Aber sowas ist halt nur so eine Kinderei. Das muss nicht auch gleich heißen, dass das auch solche Schlägerbanden oder Kriminellenbanden machen müssen. Ach, meiner Meinung nach hat keiner gefragt. Sieht so wie ein ganz normales Mädchen aus, aber Mathieu ist irre stark. Könnte uns ruhig glauben, Meister Lebel und Chris. Oh, der Junge von Lumina Gangstern, du kommst. Früher besungen als gedacht. Aber wie heißt? Genannt Meister Lebel? Ich bin kein Meister. Anrede kann nicht schaden, aber wichtiger ist, was ich Ihnen zu sagen habe. Wir von den Lumina Gangstern sind damit nicht mehr böse und suchen uns alle einen Job, jawohl. Echt? Wir entwickeln uns also weiter wie versprochen, also lass uns jetzt mit Mathieu befreundet sein. Sprichst du auch die Wahrheit, mein jugendlicher Freund? Das ist ein ganz famoser Entschluss. Jeder muss den Schweiß seiner Angesichtshaut arbeiten, sonst gibt's auch kein Brot. Ein so kräftiger, gesunder Junge wie du sollte arbeiten. Arbeiten, arbeiten, jawohl. Oh, ist auch schon alles, was ich haben wollte. Bis bald, Mathieu. Auf Wiedersehen, tschüss. Eine Frage, Herr Lebel. Was hast du, Mathieu? Herr Lebel, du hast gerade gesagt, wer jung kräftig ist, sollte auch arbeiten. Aber ich arbeite nicht. Du sagst, ich könnte mitkommen als dein Assistent. Aber na, was tue ich? Ich tue nichts. Ich lasse mich die ganze Zeit von dir unterrichten, das ist alles, was ich tue. Darf ich einfach nichts tun? Keine Sorge, Mathieu. Seit du hier bist, hast du ohne Unterlass gelernt. Lernen ist eine sehr wichtige Arbeit für Jugendliche. Ja, aber... Wir bringen so viel Zeit in die Bellbüro. Doch es kommen irgendwie nie Klienten. Hat eine Flasche und ich dich vielleicht von der Arbeit ab, kann es sein? Trotzdem hast du das Geld ausgeschlagen, dass die ältere Frotz... und zahlen wollte. Herr Lebel, kannst du es wirklich lassen, dass Flauschi und ich sind? Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Lebel hat jede Menge Ersparnisse, ist auch klar. Wenn ich meine gesamten Notgroschen auftürme, wäre der Geldstapel so hoch wie der Kraterberg. Oh, aber der Kraterberg aus Sinn. Sonst hat er wahrscheinlich nichts, was, Mathieu? Sollte ich jedenfalls nicht ums Geld. Ist auch klar, der kam ja ursprünglich in der Sinnregion. In Pokémon Platin hat er seinen ersten Auftritt in der vierten Generation in Sinnoh. Punkt aus Ende. Lerne lieber so fleißig du kannst, damit du bald als meine fähige Assistentin arbeiten kannst. Wow. Du Flauschi. Herr Lebel hat gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, aber ich finde, das geht zu weit. Wir können doch nicht die ganze Zeit so abhängen von ihm sein und ihn auf die Tasche legen, was? Er lässt uns hier umsonst wohnen und er füttert uns auch noch so durch. So geht das doch nicht. Wow. Also das ist wirklich schon dramatisch. Fast schon. Wie in einem Film. Und es rührt mich auch wirklich, wie alle zusammenhalten. Das wollte ich jetzt noch anmerken. Ich denke, dass ich etwas unternehmen muss. Miau, miau.
Dank Herrn Labelle kann ich ja jetzt lesen. Sie konnte früher nicht lesen, ach du Scheiße. Rate mal, was ich beim Spaziergang neulich gesehen habe, eine Stellenanzeige. Ja? Auf der Anzeige stand die Arbeit sehr ganz einfach und jeder könnte sich bewerben. Ich werde sogar nicht dorthin gehen und Sie bitten, mich einzustellen. Was sagst du zu Flauschi? Echt? Ja, aber was ist mit dem Labelle-Büro? Willst du denn nicht als Detektivin arbeiten? Na gut. Wie das so aussehen wird, liebe Leute, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumschlendern, weil es dauert ja nämlich eine Weile, bevor Labelle wieder einen Auftrag für uns hat. Bis dahin sage ich danke fürs Gucken und ja, Daumen hoch für ein bisschen, ja, wie sagt man dazu, Dramatik und rührende Momente, weil es ist einfach wunderbar. Ich muss sagen, wie sagt man, Detektivmissionen sind eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem, wie schon gesagt, diese Dramatik dazwischen. Es kommt mir wirklich vor wie in einen schönen Film. Also, ich muss sagen, ordentlich. Mir gefällt sowas. Okay, aber wie schon gesagt, eure Meinung auch dazu in den Comments, was ihr eigentlich von diesen Detektivmissionen eigentlich selber so an sich haltet. Bisher. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei, welches Kapitel hatten wir zuletzt? Kapitel 1? Kapitel 2? Kapitel? Bei Kapitel 4. Also, danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.